So, hallo, ich begrüße euch zu endlich Ori and the Will of the Wisps. Und das letzte Mal, als ich versucht habe, dieses Spiel aufzunehmen, das ist schon sehr lange her, war das noch mit dem alten Laptop und über Steam und so weiter, und das hat einfach nicht funktioniert. Also der Laptop hat das Spiel nicht gepackt. Und dann hatte ich mir ja gedacht, okay, bevor ich hier Stress habe, dass es wieder nicht klappt, kaufe ich es mir halt auf der Switch. Und da ist es. Und jetzt können wir das auch endlich spielen. Jetzt ist hoffentlich ein bisschen Zeit, das immer mal wieder aufzunehmen. Und ja, es auch mal selber zu erleben. Denn den ersten Teil habe ich ja schon gespielt. Schon ganz lange her, das Let's Play dazu. Deswegen, ja. Wir gucken jetzt mal, was uns hier erwartet. Und ich hoffe, es läuft alles. Hier dürfte es jetzt ja auch keine Lags und sonstigen Quatsch geben. Denn ich habe damals, als ich das eben versucht habe aufzunehmen, schon natürlich das Intro dann gesehen, und immer während des Intros ist halt immer alles, also es ist komplett laggy geworden, es ist abgebrochen, und naja, das war nicht gut. Jetzt gucken wir mal, wie es hier läuft. Ich bin sehr gespannt. Das ist ein langer Ladebildschirm. Ori, wohin läufst du? Man weiß es nicht so genau. Ah ja. Alles klar. Ich bin auch wieder sehr gespannt, wie oft sie das Main-Theme verwenden vom ersten. Okay. Ich bin still. Ich sollte still sein. Besser ist es. Gucken mal ganz kurz zu Rennen hier. Deutsch passt. Tod. Totbereich des linken Sticks. Was für ein Ding? Okay, keine Ahnung. Wechselt die Schadensanzeige für Schaden, den Ori und Gegner erleiden. Okay, lassen wir es mal aus. Kann man jetzt sicherlich anmachen später. Das würde ich gerne anlassen. Zeige oder verstecke Leben, Energie und Fähigkeiten. Oder zeige sie dynamisch an. Dynamisch klingt gut. Wir machen mal dynamisch, und wenn wir es anders brauchen, wechseln wir es wieder. Kartenspur? Ja, doch, 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 sehr gerne. Ich würde mal Sounds ein bisschen leiser machen, dass die Musik ein bisschen also dominanter ist, weil die Musik ist hier schon sehr wichtig. Okay, lassen wir das doch mal so. Zurück. Display, würde ich sagen, passt erstmal. Ja, das kriegen wir bestimmt beigebracht. Und Erfolge. Werden wir sehen, ob wir 37 Stück wahrscheinlich nicht bekommen, aber mal gucken, was wir so bekommen. Okay, es gibt sehr viele Speicherplätze. Ich brauche nur einen. Los geht's. Oh, leicht? Nee. Die mehr Story und ein weniger anspruchsvolles Spiel? Nein. Normale Schwierigkeitsgrad, das unverfälschte Spielerlebnis. Herausfordernd. Nein, let's go. Ganz normal. Wie es schon der Name sagt. Ja, und schon allein hier hat sich dann der Laptop immer verabschiedet. Also der alte noch. Ich weiß nicht, wie es jetzt am neuen wäre, ne? Vielleicht könnte ich es jetzt auch mit Steam spielen, aber ich probiere es nicht nochmal aus. Weil, wenn man es auch auf der Switch spielen kann, und ich glaube, damit macht man nichts verkehrt, dann spielen wir es auch auf der Switch. Hier kann ich nicht runterspringen. Oh, die Musik ist so schön.
Und jedes Mal, wenn ich reinquatsche, wird sie leiser. Es tut mir leid. Wir erst mal ein bisschen hören, deswegen bin ich still. Es kommt eh noch eine lange Intro-Sequenz, keine Sorge. Das ist noch nicht das Hauptspiel. Ewig werden wir uns an diesen Tag erinnern. Der Effekt von der Sonne auch, ne? Ich meine, ich kann mir schon vorstellen, dass das für Computer, dass man da wirklich einen sehr, sehr starken braucht, dass der sowas packt, aber naja. Muss ich mir jetzt keine Gedanken. Als das Leben nach Nibel kam. Oh no. Ich steck mal ganz kurz den Controller an. Das Kabel sollte fast reichen, da wo ich sitze, um ihn anstecken und weiter zu spielen. Moment. Dich brauche ich. Komm mal mit. Reichst du bis dahin? Wenn ich die Switch jetzt noch ein bisschen gedreht bekomme und hier noch ein bisschen vorrutsche, dann geht das ganz gut. Okay, kriegen wir hin. Und ich rutsche mit dem Stuhl noch ein bisschen vor. So. Der Himmel rief sie.
Gumo und Naru hörten es auch. Aber das hat noch nicht so ganz geklappt. Soll ich was tun? Oh. Die Antwort lag in der Vergangenheit. Okay, ich muss also weglaufen. Mutters letztes Geschenk. Kuros Feder. Du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Drücke ZR, um frei umherzugleiten oder Luftströmungen auszunutzen. Ja, das ist ja da eben Kuros Kind, scheinbar. Und wenn wir ihm die Feder bringen, wird es wahrscheinlich fliegen können. Aber ich fürchte, das Spiel wäre ja vorbei, wenn wir jetzt die Feder bringen könnten. Irgendwas wird da wohl passiert sein. Oder ist er noch da? Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Oh, er ist noch da. Okay. Mal gucken. Ich meine, gut, aber man kann die auch nicht einfach ankleben, ne? Bisschen schwierig. Okay. Okay. Oha. Ich kann ihn jetzt mitsteuern. Oder sie. Ich habe den Namen nicht mitbekommen. Hatte sie oder er einen Namen? Bestimmt. Und ich habe wieder alles verpeilt. Oha. Okay, einmal können wir fliegen. Und schweben.
Aber höher geht's nicht. Ein Flügelschlag geht. Okay. Gemeinsam mit 9 Flügeln. Der Himmel war zum Greifen nah. Ich gucke erst mal kurz nach unten, ob da noch was ist. Ach so, jetzt ist egal, ob ich oben oder... Dann will ich lieber oben rumgehen. Oben ist cooler. Oh. Komme ich da überhaupt wieder hoch? No, ich will von oben fliegen. Okay, das ist ungünstig. Okay, ich habe es versucht. Ich komme nicht mehr hoch. Aber ich wäre wahrscheinlich auch jetzt hier nur runtergesegelt. Und los geht's. Ja. Zu oft sollte man vielleicht noch nicht. Oh, okay. Schlecht. Vom Sturm getrennt. So begann unsere Geschichte. Ja, da sind wir mal wieder alleine. Irgendwo im Nirgendwo. Tintenmoor. Okay, Geisterprüfungen, Schnellzugriff, Zeitprüfungen, Erinnerungen. Okay, da kann man das nochmal anschauen wahrscheinlich. Okay, I see. Optionen. Ich nehme mal an, Speichern passiert automatisch, hoffen. Wobei, vielleicht gibt es auch wieder so Stellen, wo man speichern kann. Okay. Da wäre die Karte. Gibt noch nicht viel zu sehen.
Geistersplitter gibt es auch noch nicht viel. Inventar gibt es auch noch nicht viel. Was ist das denn alles? Hilfe. Okay. Aber das werden wir alles Stück für Stück herausfinden. Da unten ist schon mal was. Was uns so anlächelt. Was kann ich denn alles? Okay, ich kann nichts. Alles aus dem ersten Teil verlernt. Wo ist mein Doppelsprung? Mein Doppelsprung ist nicht da, es ist nichts da. Okay. Stampfen kann ich auch nicht mehr. Okay, muss ich alles wieder neu lernen. Na gut. Ich komme auch gar nicht da unten ran, ne? Nee, da komme ich noch nicht hin. Ah, das ist mit Schwimmen, kriege ich das wahrscheinlich. Komme ich da hoch? Okay, da hoch komme ich. Lebenskugel. Okay. Da unten komme ich aber ran. Geisterlicht, Verbesserung von Geistersplittern. Okay. Das war sowas wie Währung, ne? Okay, es geht nach links, es geht nach rechts, es geht nach überall hin. Komm, wir gehen erstmal. Nach links weiter. Okay, da komme ich noch nicht durch. Ich kann ja noch nicht mal wieder angreifen. Ich habe alles verlernt. Eieiei. Na gut. Auch die Fähigkeit habe ich wahrscheinlich verlernt. Ne? Ja. Geht gar nichts. Halte, um hindurchzufallen. Okay, ja, das kann ich noch. Jetzt haben wir 100 Geisterlicht. So. Karte baut sich langsam auf. Nur mal kurz gucken. Jawohl. Okay, und man kann auch immer nur so weit gehen, wie die Karte offen ist. Sehr interessant. Halt. Oh. Oh, okay. Oh, okay, okay, okay. Da haben wir schon ein bisschen mehr jetzt gesehen. Details. Gibt keine Details, okay. Filtern. Filter Quests, Teleportpunkte, Sammelobjekte. Ah, okay, ich verstehe. Das klingt doch schon mal ganz gut. Eigentlich brauchen wir noch keine Energie, aber ich spring mal drauf. Ah, wir gehen erstmal nach rechts weiter. Hier scheint es nämlich nicht weiter zu gehen. Ja, hier ist Endstation. Okay. Dann gehen wir hier weiter runter. Da ist ein Feuer. Da gehen wir gleich hin. Oh, ich kann noch nicht... Oder kann ich schon angreifen? Nein, ich kann nichts tun. Wahrscheinlich hätte ich erst zum Feuer gesorgt. Okay, hier komme ich eh noch nicht durch. Hier ist Ende. Ich habe keinen Schlüsselstein. Ein Versuch war es wert. Gegner. Ich will nur mal gucken, wie weit mich das Spiel gehen lässt, bevor ich zu dem Feuer... Okay, jetzt muss ich zu dem Feuer. Alles klar. Okay. Na dann, unser Weg ist klar und ersichtlich. So. Okay. Was ist hier los? Okay, nichts ist hier los. Ach, das ist einfach nur eine Fackel. Oh, wobei, doch, das ist ein Angriff. Okay.
Ich dachte jetzt, die muss ich einfach nur transportieren, aber damit kann ich jetzt kämpfen. Okay, interessant. Oha. Also aber alles sehr robust hier, das lässt sich alles nicht anzünden. Okay. Okay, wir machen die Schadensanzeige mal aus. Die braucht man nicht. Wo war das hier? Ja. Hey, die sind aus? Hä? Wait, wait a moment. Was ist, wenn die an sind? Sind da noch Zahlen drüber oder was? Ja, okay. Geisterlicht haben wir schon. Okay. Ach, dann sind da, okay, minus 3. Ja, doch, das können wir mal anlassen, ne? Du hast eine Energiekugel gefunden, sammle ich sie, um Oris Energie wiederherzustellen. Okay. Stimmt, ich hatte ja ein bisschen Schaden genommen. Jetzt kann ich hier aufmachen. Und kann hier aufmachen. Ne, ich kann nur hier aufmachen. Kann ich den hier nicht aufmachen? Okay. Dann machen wir halt hier auf. Okay. Wie lange nehmen wir denn schon auf? 26 Minuten. Okay, ein bisschen machen wir noch. Ich muss dann auch erstmal gucken, ob die Aufnahme geklappt hat. Ich will nicht zu weit spielen, dass, falls ich nochmal alles spielen müsste, dass ich nicht, zu viel dann schon weiß, dass es blind bleibt. Wer bist du denn? Du bist so eine freundliche Person wahrscheinlich. Offensichtlich kein Moki. Kommst nicht mal aus Niven, was? Ich bin durchs ganze Land gereist und habe deinesgleichen noch nie gesehen. Bist du vielleicht von jenseits des Wassers gekommen? Was auch immer du bist, ich bin Tok, ein Wanderer in diesen Landen. Den guten Teilen zumindest. Ich selbst suche hier Schutz vor dem Sturm, aber wenn du weiter müsstest, wirst du durch das Geistertor im Osten gehen müssen. Dafür brauchst du zwei Schlüsselsteine wie diesen hier und in der Höhle da vorne befindet sich noch einer. Um dort nach dem Stein zu suchen, muss man aber etwas leichtfüßiger sein, als ich es wohl bin. Was denkst du? Okay. Kann ich jetzt bei dir auch noch was kaufen oder so? Okay. Ich denke, bis zum Schlüsselstein können wir noch spielen. Aber das Feuer brennt nur dort, wo es brennen soll. Ist das da? Wird hier gleich noch mehr Gestrüpp wachsen oder so? Wait, da unten geht's weiter. Ups. Ah ja, einfach nur ein bisschen verstecktes Geisterlicht. Okay. Okay. Dann gehen wir wieder hier hoch. Obala. So. Ja, das hat wehgetan. Da komme ich nicht rüber, ne? Ne, da sind auch ein paar Stacheln. Ah, komme ich an die ran, an die Geisterlichtkugeln noch? Oh. Da waren sie weg. Okay, jetzt ist mal kurz da unten das Dings aufgetaucht, unser Inventar. Wir lassen es mal, ich lasse es mal kurz einblenden. Mich interessiert nur, wie es aussieht, wenn wir es einblenden lassen würden.
stört eigentlich nicht, oder? Findet ihr es so besser oder nicht? Ich würde es sonst erstmal mit Inventar lassen. Und wenn es zu sehr stört, machen wir es in zwei, drei Parts aus. Also wann immer ich halt eure Kommentare lesen könnte. Sollten Kommentare kommen. Ich weiß ja nicht, wie aktiv das Projekt jetzt hier geschaut werden würde. Keine Ahnung. Okay, da war auch wieder Geisterlicht. Oh, die Atmosphäre ist schon krass. Oh, was kommt jetzt? Ah, okay. Da will's jemand wissen. Aua. Ich sehe halt vor lauter Feuer kein... überhaupt nicht, okay, jetzt ist meine Energie nicht mehr so gut. Jetzt geht mein Feuer gleich aus, oder wie sehe ich das? Ja, ich habe die Waffe nicht mehr, okay. Ich verstehe. Interessant gelöst. Okay, da hoch könnte ich klettern. Ja, ich habe die Waffe nicht mehr, das ist jetzt schlecht. Okay, ich kann nur da hochklettern wahrscheinlich. Weil hier rüber komme ich nur mit einem Doppel... Ja, da komme ich nicht rüber. Okay. Okay. Da ist der zweite Schlüsselstein. Dann holen wir uns den gleich mal. Sehr schön. Okay. Weiter geht's jetzt hier auch noch nicht. Und jetzt komme ich hier wieder zurück. Okay, alles klar. Aber irgendwann wird dieses Ding hier noch eine Relevanz haben. Aktuell nicht, aber irgendwann schon. Ah, du bist zurück. Erspähe ich etwa einen Schlüsselstein? Hier ist noch einer für dich. Ich bin ein Vogel, der zu seinem Wort steht. Jetzt kann ich meine Erkundung von Nivens verlorenen Wundern fortsetzen, bevor wir noch mehr von ihnen verlieren. Und du kannst weiter, was auch immer du bisher gemacht hast, machen. Viel Glück. Ja, ich suche meinen... Okay. Ja, ich suche meinen gefiederten Freund, aber hast du noch Text für mich? In diesem Sumpf heult nicht nur der Wind. Okay. Hast du noch mehr Text für mich? Nein, okay. Gut, dann gehen wir noch zum Tor. Und dann würde ich sagen, schließen wir danach ab. Oha. Den habe ich gar nicht mehr realisiert. Okay, aber dann... Ich bin sofort da unten wieder gestartet. Das heißt, speichertechnisch gibt es keine allzu große Kritik... allzu große Probleme, wenn wir mal... wenn wir mal nicht weiterkommen sollten oder irgendwo sterben. Ach, das Feuer ist aus. Okay, ich krieg die Waffe so oder so nicht wieder. Na gut, dann gehen wir nächstes Mal hier durchs Tor weiter und gucken mal, was uns alles erwartet. Ich kontrolliere jetzt die Aufnahme und wenn das alles geklappt hat, nehme ich weiter auf. Danke fürs Zuschauen und tschüss.